Wenn ihr nur wissen wollt, wie ihr den passenden Kondensator für euch findet, springt einfach zum finalen Vergleich und dem Fazit. Wenn ihr aber verstehen wollt, warum es so klingt, wie es klingt, müsst ihr euch wohl das ganze Video ansehen. Moin Leute, Kaido hier. Es ist endlich soweit. Guitar Mods 3. Tonregler bzw. Kondensatoren unter die Lupe genommen. Ich muss gestehen, die Aufnahmen, die ihr hier seht, stammen immer noch von dem gleichen Abend wie die der letzten Folgen, sind also noch vom Februar. Ich habe diese Folge etwas hinausgezögert, weil ich befürchtet hatte, alles noch einmal aufnehmen zu müssen, da ich a. wenig Material habe, da das Testen an dem Abend ziemlich eindeutig für mich war und b. das absolut nicht so in den Aufnahmen rüberkam. Aber dazu gleich mehr. Zum Aufnehmen nutze ich wieder die Squire Strat mit Original Fender Neck Pickup und Tone Rider AC4 Humbucker. Dann das Ganze durch den Fender Mustang 4 mit einer Simulation des 65er Twin ohne simulierte Box, weil ich a. so alle Höhen behalte, um die es schließlich geht, b. es für mich passte, da ich das ganze Jahr über die Lautsprecher des Verstärkers gehört habe, und c. weil die Boxensimulationen im Mustang einfach scheiße sind. Hören wir uns erstmal die eigentlichen Aufnahmen an. Verwendet habe ich Kondensatoren mit 47 Nanofarad, Standard in Strats und Co., 33, 22 und 4,7 Nanofarad. Den letzten einfach als Extrembeispiel. Wie ihr hört, behält das Signal bei kleineren Kondensatoren mehr Höhen. Und das ist der Teil, an dem ich unterbreche und euch mit Theorie nerve. Der Tonpoti filtert ja offensichtlich die hohen Frequenzen raus und lässt die Tiefen durch. Ist also ein Tiefpassfilter, oder? Naja, die Schaltung einer Gitarre sieht etwas anders aus, aber mal sehen, wie ähnlich sie sich wirklich sind. Erstmal lassen wir das Nicht-Relevante, also den Volumenregler, weg. Den Tonpoti selbst betrachten wir auch erst später. Zusätzlich bin ich mal so dreist und modelliere den Pickup als nicht ideale Spannungsquelle, weil a. die Induktion mir dort zu komplex ist, da ich schlecht messen kann, wie sich durch die Schwingung der Saiten das Magnetfeld in der Spule ändert und die doppelte Gegeninduktion mir Berechnungen versaut, und b. er die gleiche Charakteristik hat, die Spannung zu reduzieren, wenn er mehr Strom liefern muss. Mit diesen kleinen Änderungen sieht die Schaltung doch schon sehr nach einem RC-Glied, also Tiefpassfilter erster Ordnung, aus. Wie man an der Formel sieht, ist die Ausgangsspannung, also die Signalstärke, von dem Widerstand der Tonabnehmer, der Kapazität des Kondensators, der Frequenz und natürlich von der Eingangsspannung abhängig. Toll, aber was soll uns das Ganze jetzt sagen? Wir können jetzt zumindest ungefähr berechnen, wie stark welche Frequenz aus dem Signal herausgefiltert wird. Sieht doch schön aus, oder? Naja, damit uns das Diagramm wirklich etwas bringt, sollten wir bedenken, dass man 10 dB mehr braucht, um doppelte wahrgenommene Lautstärke zu erreichen und die Frequenz sich mit jeder Oktave verdoppelt. Also logarithmische Skalen nehmen mit 2er Basis auf der x-Achse und 10er Basis auf der y-Achse. Das sieht doch schon netter aus. Auch wenn es physikalisch nicht ganz korrekt ist, verschiebt die unterschiedliche Kapazität des Kondensators die Kurve nur zu höheren oder tieferen Frequenzen und verändert nicht, wie steil sie ist. Unterschiedliche Widerstände der Pickups bewirken übrigens das gleiche. Beide Werte stehen ja in der gleichen Klammer. Somit ist das Verhältnis von Widerstand der Pickups zu der Kapazität des Kondensators das eigentlich Entscheidende. Ein 7 Kilo Ohm Single Coil zum Beispiel reagiert genauso auf einen 47 Nanofarad Kondensator wie ein 10 Kilo Ohm Humbucker auf einen 33 Nanofarad Kondensator. Natürlich werden eure Pickups andere Werte haben, aber ihr versteht das Prinzip, oder? Gut, dann kommen wir jetzt noch zu dem eigentlichen Tonpoti, den ich euch bis jetzt unterschlagen habe. Der ist ein variabler Widerstand vor dem Kondensator und bestimmt, wie viel von dem Signal maximal flöten geht. Und da ich das Ganze nicht unnötig kompliziert machen will, behaupte ich einfach, er staucht die Kurve vertikal zusammen. Halt, stopp! An dieser Stelle nochmal eben eine schnelle, ungeskriptete Ergänzung.
Da ich jedoch kein gefährliches Halbwissen abliefern wollte, habe ich mich die Arme noch hingesetzt und die Formel für den Tiefpassfilter so umgewandelt, dass sie einen variablen Widerstand, wie zum Beispiel den Poti, berücksichtigt. Somit seht ihr jetzt schicke Diagramme, was passiert, wenn ihr euren Poti aufdreht. Ich habe das Ganze nur für einen Kondensator und einen Widerstand vom Tonabnehmer gemacht. Es geht schließlich nur um die Veränderung, die der Poti bewirkt. Übrigens werde ich zum Ende dieses Videos nochmal eben auf spezielle No-Load-Potis zurückkommen und was das für einen Unterschied macht, aber wir machen erstmal mit dem normalen Zeug weiter. Wunder, wunder, toll, dann haben wir alles. Nee, nicht wirklich. Die großen Lautsprecher von Gitarrenverstärkern haben absolut keinen linearen Frequenzgang. Sagen wir, sie schlucken selbst viel der hohen Frequenzen. Also könnte man die Wirkung der Lautsprecher stark vereinfacht als weiteren Tiefpassfilter bezeichnen, der sich mit dem jetzigen überlagert, was auch gut so ist, denn das direkte Signal eines übersteuernden Amps will keiner hören, das tut weh in den Ohren. Aber daran muss gedacht werden, wenn wir unser Diagramm betrachten. Das ist übrigens auch der Grund für die Verzögerung dieses Videos. Ich dachte, ich müsste alles nochmal neu machen und diesmal vernünftig den Lautsprecher mikrofonieren, da die Simulationen des Fender Mustangs einfach scheiße sind. Naja, das Mercurial Care Plugin hat mich hier gerettet. Gott sei Dank. Egal, hören wir uns an, was der Lautsprecher am Klang verändert. Jetzt haben wir endlich alle Informationen, um wirklich zu verstehen, was wir hören. Bei größeren Kondensatoren bzw. heißeren Pickups beginnt der Abfall bei tieferen Frequenzen und andersrum bei kleineren Kondensatoren bzw. schwächeren Pickups erst bei höheren Frequenzen. Dieser Abfall wird immer gleich steil sein und nur vom Tonpoti abgeflacht. Also, wenn euch der Tonpoti zu viel der hohen Mitten klaut, wechselt auf einen kleineren, wie zum Beispiel 22 Nanofarad. Andersherum, wenn euch die wirklich hohen Höhen zu schnell flöten gehen, aber nichts darunter, wechselt auf einen größeren, wie zum Beispiel 47 Nanofarad und dreht den Regler nur auf 5. Ich persönlich bin komplett auf 22 Nanofarad umgestiegen, denn ich brauche keine dunklen Jazz-Töne.
Ich will, wenn dann nur die oberste scharfe Kante meines Sounds abrunden. Übrigens, lasst mir bitte einen Kommentar da und sagt, was ihr von diesem Stil, also längere und nerdigere Videos, haltet. Es war einiges an Arbeit, aber ich hoffe, ich konnte wenigstens einigen von euch helfen. Dann bis zum nächsten Mal. Oh, ihr seid ja immer noch da. Ich glaube, dann wollt ihr wirklich wissen, was es mit diesen No-Load-Putties auf sich hat. Die haben einfach im letzten Abschnitt keinen Durchgang und trennen somit den ganzen Kondensator vom Schaltkreis der Gitarre. Was uns nicht wirklich viel bringt. Wenn man ganz genau ranzoomt, sieht man, dass bei einem 500 Kilo Ohm Poti bei 8 kHz knapp 0,01% des Signals verloren gehen. Wir sprechen hier übrigens von der grünen Kurve. Macht das jetzt den Unterschied? Nee, nicht wirklich. Mathematisch nicht und klanglich. Naja, entscheidet ihr. Hier habt ihr die Audiobeispiele. Ich wollte dich dann anschreiben, wie lange das noch dauert. Hat erstaunlich gut geklappt. Das neue Start geht ja wieder. So. Und ich mach die scheiße Lampe aus, ey. Ist der Pfälzer Mittelklasse? Oh.